Na, endlich mal wieder angeln. Am Bernsteinsee. Schön auf Karpfen, da, wo es auch läuft. Ja, diese ewige Sucherei nach dem besonderen Koi und hier und da. Einfach mal wieder schön back to the roots. Bernsteinsee geht auch, hat auch seltene Fische. Und da probieren wir doch einfach mal ein bisschen, was hier so geht. Ich habe gerade schon ein bisschen rumprobiert, wollte es ein bisschen übertreiben mit 4-0er Haken. Ja, ist keine gute Idee. Jetzt habe ich mal 1-0er Haken genommen, immer noch ziemlich groß. Wenn man also ein bisschen auf Masse gehen will, bleibt man natürlich bei dem 1er Haken. Aber ich teste hier gerade ein bisschen auf größere Brocken. Natürlich könnte ich dementsprechend auch noch hier meine Boilies anpassen. Aber ich will ja auch noch ein bisschen was zeigen jetzt. Ne? Dementsprechend sind die Boilies auch nicht ganz so riesig. Aber dafür haben wir halt ein bisschen Frequenz. Also, da muss man natürlich ein Schönheitstod muss man sterben. Entweder ein bisschen was zeigen, ein bisschen was rausziehen. Oder, naja, 3 Fische pro Stunde. Das macht oder kann auch Sinn machen, wenn man eine Trophy haben will oder eine höhere Chance auf Trophys. Dann geht man halt richtig groß rein, baut dementsprechend sein Futter am besten auch noch. Dann hat man da durchaus realistische Chancen. Jetzt gucke ich erstmal, was hier so geht. In den Rekorden hat man gesehen, Pfeffer und Muschel als Aromatik. Und ich habe gedacht, ach ja, Pfeffer und Muschel hatten wir da auch schon. Am Kupfersee hat auch schon ein bisschen funktioniert und jetzt probieren wir das hier einfach auch nochmal aus. Schön Pfeffer und Muschel, einer der bekannten Spots. 83, 145 und ja, wie man sieht, die Frequenz fängt schon wieder ganz gut an, jetzt hier auf dem 1-0er Haken. Wenn du vom gesamten Karpfenangeln noch nicht so den Plan hast, auf jeden Fall mal in das Tutorial reinschauen, was speziell fürs Grund- und Karpfenangeln ist. Sämtliche Infos, gerade das Karpfenangelpraxis, das Video ist essentiell, also fast eine Stunde geballte Informationen zum Karpfenangeln von Futtermische, von einem Spot, vom Setup-Aufbau und so weiter. Also das auf jeden Fall mal reinziehen, wenn du noch planlos bist beim Karpfenangeln und Grundangeln. So, ziehen wir mal raus hier den nächsten Brocken. Auch wieder Schuppi. Ja, ich gucke mir gleich nochmal ein bisschen die, hoppala, das war ein bisschen weit, die Futtermische an. Denn ich hatte jetzt hier einfach eine Pfeffer- und Muschel-Futtermische genommen, die ich noch in den Taschen hatte. Kann man, glaube ich, natürlich machen. Also scheint zu funktionieren. Wir gucken mal einfach rein, kurz hier auf der Map, würde ich sagen, als erstes. Das ist der Spot, altbekannt, einer der wichtigsten Spots auf dieser Map. Sollte man auf jeden Fall immer hier beangeln und natürlich, wie immer, Entfernung 35 Meter. Also 35 Meter Clip und dann raus damit. Vom Setup sieht es gerade so aus hier. Wie gerade schon gesagt, 1-0er Haken. Wenn du ein bisschen mehr Frequenz haben willst und trotz allem die Chance auf Trophys, einfach nur einen 1er Haken. Reicht in der Regel auch. 1er Haken ist an für sich auch schon groß genug für die normalen Karpfen. Und dann jetzt hier eben auf Krabbe, beziehungsweise hier unten haben wir Krabbe und Muschel Soluble und hier ist es Pfeffer und Muschel mit Muschel als Dip und das Futter, das gucken wir uns gleich nochmal an, beziehungsweise das bauen wir vielleicht gleich einfach nochmal neu mit komplett, na guck mal, komplett Pfeffer und Muschel. Das sieht doch schon gut aus. Den versuchen wir jetzt hier erstmal schön locker reinzuziehen. Ja, der hat ein bisschen Bock. Der hat ein bisschen Bock. Aber er zieht nicht so ganz. Vielleicht bin ich sogar schon ein bisschen übertrieben. Vielleicht schlitzt er auch gleich aus, weil es einfach zu heftig ist vom Druck. Aber ja, ich habe hier die starke Nylonschnur drauf. Das ist jetzt hier die Nylonschnur vom Nordmeer, vom Meeresangeln. Super dick, aber eben auch richtig schön leistungsstark. Also fängt richtig hart die Schläge ab. Bei einer dicken, fetten Rolle kann man das machen. Wenn man ein normales Karpfen-Setup hat, würde ich das, glaube ich, nicht machen. Das hier ist jetzt hier komplett übertrieben. Viel zu dick für Karpfen. Ich gehe auch gerade nicht mit der Shift-Taste rein. Ich ziehe jetzt hier ganz langsam nur ein, weil ich den Fisch eigentlich nicht noch mehr durchs Wasser ruppen will. Und dementsprechend schön locker langsam reinziehen. So, gucken wir mal. Da vorne ist er. Immer schön so ein bisschen hochhalten. Ihr seht es, der Blank biegt sich richtig schön runter. Das heißt, auch da nochmal zusätzlich eben Abfederung von den Kopfschlägen
Jedes Mal, wenn er einen Schlag macht, geht das in den Blank, in die Schnur und es wird halt fein abgefedert. So, kommen wir hier langsam ran. So, versuchen wir mal gerade hier rüber zu ziehen. Aber so richtig will er noch nicht. Na, und da zieht er auch nochmal richtig ab hier auf den letzten Metern. Ja, richtig heftig groß ist er wahrscheinlich nicht, denn das gesamte Setup ist ja trotz allem gecapped. Mehr als 36 Kilo kriegen wir ja nicht hin. Dementsprechend wird er irgendwie maximal eben bei den 36 Kilo oder unter 36 Kilo sein, weil sonst würde er ja doch deutlich mehr abziehen. Ich denke mal irgendwas so bei 15 vielleicht. Oh, was haben wir hier? Ein Schuppi, ne? 18 Kilo vielleicht, also kein Gigant. Na, oder ob der bei 20 in die Bremse geht? Er hat es ein paar Mal versucht, aber er hat es halt nicht wirklich geschafft, ne? Bremse hat er nicht geknackt. Nee, das ist nicht so viel. Die nächste Route, die bimmelt auch schon wieder. Ich denke mal auch irgendwas um die 15 Kilo. Das könnte doch schon ganz gut sein. So, kommen wir langsam ran hier. Auch hier lassen wir den natürlich schön im Wasser. Wir ziehen den nicht hier quer durch die Luft, sondern leicht hier anheben. Na, und da ist er. 19. Na, guck, na, guck, na, guck. Ja, 900 Gramm unter Trophy-Gewicht. Schade. Aber es kann ja noch kommen. Und dementsprechend direkt wieder raus hier. Und dann müssen wir aber auch echt gleich mal gucken in die Futtermische. Ich gucke gleich mal einmal rein in das Set, in die Futtermische, die jetzt schon da ist, die drauf ist. Und dann dementsprechend gleich nochmal. So, den holen wir mal eben schnell raus. Das ist nur was Kleines. Kleiner Spiegel, jawohl. Aber auch hier natürlich immer gerne cashern. Umso weniger Verschleiß haben wir dann eben auf dem Setup, auf dem Blank zum Beispiel. So, jetzt würde ich sagen, gucken wir hier mal eben rein. Und bevor ich neu auswerfe, bauen wir vielleicht nochmal eine andere Futtermische. Und zwar eine, die eben jetzt richtig schön passend ist zu den Ködern, die wir verwenden. Denn das ist immer wichtig beim Karpfenangeln. Die Köder und die Futtermische, die sollten richtig gut passen. Also das habe ich hier gerade drauf. Maisbasis, ja, kann man machen. Da gibt es noch verschiedene andere, zeige ich gleich. Flusswandermuschel, ja, kann man vielleicht auch noch machen, auch noch okay. Und dann haben wir hier einfach nur Pfeffer mit drin. Das ist, ich würde sagen, das ist basic. Das kriegen wir aber besser hin. Also machen wir dementsprechend eine richtig schöne Futtermische, genau passend zu den Ködern. Also kurz N gedrückt, dann gehen wir hier rein in die Futtermischen. Wir fangen an mit Crushed Boilies. Und zwar nehmen wir natürlich auch Muschel mit rein. Und zwar nehmen wir hier Muschel, Krabbe, Krabbe, Muschel, Soluble. Das ist das erste. Und ja, das nehmen wir einmal. Und das wird jetzt erstmal hier schön geschreddert. So, dann haben wir damit schon mal eine fantastische Basis. Also große Boilies, geschreddert, Crushed Boilies. Und dann haben wir immer noch relativ große Partikel mit drin. Und dazu kommt Soluble, also nochmal eine bessere Lockwirkung. Das ist richtig, richtig nice. Jetzt könnten wir hier natürlich das Ganze nochmal verfeinern, wenn wir hier nochmal Muschel nehmen. Knoblauchmuschel haben wir aber gerade nicht dran. Knoblauchfrüchte haben wir auch nicht mit dran. Krabbemuschel, ich würde sagen normale atlantische Muschel können wir auch noch mit reinnehmen. Zack, also dann haben wir hier nochmal eine weitere Komponente. Einfach nur komplett auf Muschel. Zweierlei Muscheln haben wir jetzt schon. Dann gehen wir mal rein hier in die Trockenmische. Als Basis haben wir für Karpfen natürlich immer verschiedene Möglichkeiten. Klassisch ist hier die Erbse, Maismehl, Weizenkleie, aber auch sowas wie Roggenkleie. Ich würde sagen, das sind so die vier wichtigsten. In dem Fall, glaube ich, bleibe ich mal sogar bei der Roggenkleie. Ja. Ich habe jetzt gerade zwar Mais drauf, aber Roggenkleie, wir gehen da mal so ein bisschen würziger rein, ein bisschen heftiger. Roggen hat halt immer so ein bisschen mehr Geschmack, mehr Aroma und dementsprechend nehmen wir jetzt hier das mit rein. So, die gecrushten Boilies. Und dann nehmen wir hier nochmal mehr Muschel. Und dann gucken wir haben jetzt hier natürlich diese Komponenten. Wir nehmen hier auch die größten, wir wollen ja ganz große Karpfen haben. Dann haben wir hier nochmal ein Aroma, das nehmen wir auch mit rein. Krabbe und Muschel, Muschelsoße, ich bleibe mal nur bei der Muschel. Und jetzt können wir tatsächlich nochmal variieren. Wir könnten
die Flusswandermuschel mit reinnehmen? Durchaus eine Möglichkeit. Also Zebramuschel, Flusswandermuschel, also das wäre eine Möglichkeit. Oder wir nehmen auch einfach nochmal andere Komponenten rein, wie zum Beispiel Erbse. Auch das natürlich ganz klassisch fürs Karpfenangeln und so weiter. Also hier können wir einfach wieder ein bisschen variieren. Und was wir natürlich auch noch drin haben, wir hätten natürlich auch noch die Krabbe mit drin. Also wir könnten auch durchaus hier Krabbenfeedpellets auch nochmal mit reinmachen. Ich denke, in dem Fall nehme ich auch tatsächlich nochmal die Krabbe mit rein. Dann haben wir hier die Krabbe. Auch hier nehmen wir die großen Feedpellets. Und dann haben wir hier schön 4 verschiedene Komponenten mit drin, die jeweils wirken. Haben hier eine Muschel-Krabbe-Bernsteinsee-Futtermische. Die wird hergestellt. Dann kommt sie natürlich auch direkt ins PVA, damit wir sie auch sofort verwenden können. 10 von 10 in der Qualität, hervorragend. Die anderen Routen sind aber auch schon wieder in Action. Das heißt also auch das Normale, auch die simple Futtermische funktioniert schon. Also schnell raus damit hier wieder auf die 35 Meter. Und dann gucken wir mal, was hier noch überall so drauf ist. Also schön einen nach dem anderen rausziehen. Frequenz ist gut. Selbst hier in der Nacht, also das ist gar nicht verkehrt, ist immer ein gutes Zeichen. Wenn eine Aromatik auch nachts funktioniert, dann haben wir also in den Morgenstunden nochmal mehr Frequenz. Auch hier nehmen wir natürlich jetzt die neue Futtermische und direkt wieder raus damit. So. Und dann haben wir hier den nächsten. Ja, sieht gut aus. Kann man, glaube ich, machen. Soweit gar nicht schlecht. Ich werde es hier einfach auf entspannt noch ein bisschen weiter durchziehen. Einfach mal wieder schön chillig auf Karpfen. Und vielleicht gehen ja auch noch ein paar seltene drauf. Das darf natürlich auch gerne passieren. Einfach mal wieder hier schön auf Albino-Karpfen und Co. Oder die verschiedenen Geister und wie sie alle heißen. Na? Na? Ist das schon einer? Na siehste, da ist doch schon einer. Das ist doch schon einer. Geister, Schuppenkarpfen. Schönes Ding. Ja, 9,8 Kilo. Sensationell. Einfach hier schön auf Krabbe, beziehungsweise ja, Krabbemuschel und Pfeffermuschel. Sehr schön. So kann das weitergehen. Zack, direkt wieder raus. Auf die 35 Meter. Und dann hoffen, dass da noch mehr geht. Ja. Und auch die neue Futtermische scheint richtig gut zu wirken. So soll das sein. Langer Drill schon. Ein Brocken, der gar nicht aufhören wollte abzuhauen. Ich bin sehr gespannt, was der gleich so auf die Waage bringt. Und er kommt auch nur ganz langsam rein. So, da kommt er so langsam. Man sieht ihn. Eieiei, ein schwerer Schuppenkarpfen. Oh ja, der hat ja richtig Bock. Hallo. Was ein Brocken, ey. Was ein Brocken. Liegt auch schon schön seitlich flach. Kann sich kaum noch bewegen. Langer Drill. Eieiei, 28 Kilo. Wow. So viel zum Spot. Wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.